Hallo und herzlich willkommen bei AI Tipps und Tricks. Heute geht es um das Vico Power U30 und die Ersteinrichtung des Geräts. Wir fangen an und drücken auf der rechten Seite unten den Power-Button und sehen schon, dass direkt der Begrüßungsbildschirm uns erwartet, wo wir die Sprache auswählen können. Hier ist es schon auf Deutsch gestellt, dementsprechend drücken wir einmal auf Starten. Als nächstes geht es um die Mobilfunkverbindung. Wer jetzt eine SIM-Karte natürlich parat hat, legt sie an dieser Stelle am besten ein. Wir überspringen diesen Punkt mal. Als nächstes geht es um die Verbindung mit einem WLAN-Netz. Wir wählen unser WLAN-Netz hier einmal aus. Hier werden ja verschiedene vorgeschlagen. Bei euch sieht es natürlich etwas anders aus. Ich wähle hier unser Netz und werde jetzt aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das werde ich jetzt mal machen. So, ich habe hier unser Passwort einmal eingegeben und drücke als nächstes entweder auf Verbinden oder den kleinen Haken hier unten. Und dann verbindet sich das Gerät mit dem WLAN und wird jetzt vorbereitet. Da müssen wir dann wohl einen Moment erstmal Geduld haben. Im nächsten Schritt wird uns angeboten, dass wir an dieser Stelle unsere Daten von einem alten Gerät übertragen können, beziehungsweise von einem anderen Gerät, also sprich unsere Kontakte, Fotos oder unser Google-Konto. Diesen Schritt überspringen wir hier an dieser Stelle und sagen nicht kopieren. Der nächste Schritt ist die Google-Anmeldung. Wir geben hier unsere E-Mail bzw. Telefonnummer einmal ein und bestätigen das mit unserem Passwort. Das werde ich jetzt einmal machen. So, ich habe unsere E-Mail-Adresse hier einmal eingegeben und gehe jetzt auf Weiter. Ihr gebt natürlich eure Daten an diesen Stellen ein, genauso wie hier. Hier werde ich jetzt aufgefordert, unser Passwort einzugeben für unser Google-Konto. So, wenn ihr auch euer Passwort eingegeben habt für euer Google-Konto, geht ihr wieder auf Weiter oder hier unten, ganz egal. Ich klicke jetzt hier auf Weiter. Und im nächsten Bildschirm werden wir mit den Nutzungsbedingungen von Google vertraut gemacht, beziehungsweise können diesen zustimmen. Ich stimme zu. Hier werden jetzt die Kontoinformationen abgerufen. Dies dauert einen kleinen Moment. Hier geht es jetzt um die Google-Dienste. Hier werden uns die Dienste von Google aufgezeigt, um die es hier geht, beziehungsweise die wir ein- und ausschalten können. Es geht hier zum einen, ob wir unsere Daten in Google Drive sichern wollen, damit wir sie auf anderen Geräten auch jederzeit abrufen können, ob wir unseren Standort verwenden wollen, ob wir die automatische WLAN-Suche zulassen oder ob wir Google Nutzungsberichte und Fehlerberichte senden wollen. All das könnt ihr hier ein- und ausstellen. Wir akzeptieren an dieser Stelle einfach mal alles. So, als nächstes können wir uns einen Suchanbieter auswählen. An dieser Stelle wählen wir mal Google, sagen Weiter und werden jetzt im nächsten Schritt dazu aufgefordert, eine Displaysperre einzurichten. Das machen wir natürlich, das ist immer ratsam. Wir geben hier mal einfach 0000 ein, sagen Weiter. Werden aufgefordert, das nochmal zu wiederholen. 4 mal 0 bestätigen. Ihr denkt euch da am besten natürlich eine vernünftige PIN aus. Im nächsten Schritt geht es um die Mitteilungen im Sperrbildschirm. Je nachdem, was ihr da angezeigt bekommen wollt, könnt ihr das hier wählen. Entweder den gesamten Benachrichtigungsinhalt anzeigen, das ist vorab automatisch eingestellt, oder ihr könnt umschalten auf sensible Inhalte nur im entsperrten Zustand zeigen. Oder gar keine Benachrichtigungen anzeigen, je nachdem, wie ihr das wollt. Wir sagen auch hier einfach mal weiter, beziehungsweise fertig. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt aufgefordert, einen Fingerabdruck einzurichten für die, ja, schnelle Entsperrung unseres Geräts. Dazu machen wir ein separates Video. Wir überspringen an dieser Stelle einmal. So, nach einem kleinen Moment Wartezeit geht es jetzt hier um unseren Google Assistant, der euch hilft, zum Beispiel Sprachbefehle zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Wir werden diesen Punkt später erledigen. Hier wird uns nochmal gezeigt, wie wir den Google Assistant aktivieren. Das ist allerdings etwas verwirrend, weil uns ja hier ganz offensichtlich die linke Smartphone-Geräte angezeigt wird. Der Knopf ist allerdings auf der rechten Seite. Wahrscheinlich soll das hier die Rückseite darstellen. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesem Knopf den Google Assistant aktivieren und dann hört er euch zu. Wir sagen weiter. Kurz vor Ende der Konfiguration werden wir noch gefragt, ob wir weitere Funktionen oder Einstellungen vornehmen wollen.
Hier geht es um Grundeinstellungen des Telefons, zum Beispiel, ob wir ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen wollen, ob wir die Schriftgröße ändern wollen, ein Hintergrundbild festlegen wollen oder nochmal, wie wir es eben schon hatten, Infos zu den Nachrichten und Informationen auf dem Sperrbildschirm nochmal einstellen wollen. Wir überspringen das hier alles bzw. gehen da nicht drauf ein, das kann man im späteren Verlauf ja noch machen. Wir sagen Nein, danke. Werden hier nochmal kurz darauf hingewiesen, dass unser Assistent bereit ist. Jawohl, weiter. Hier werden wir über Dienstleistungen des Herstellers selbst nochmal aufgeklärt, also die WIKU-Dienstleistungen. Wir können hier auch mithelfen, das Produkt zu verbessern, wie wir das auch schon bei den Einstellungen zu Google vorhin hatten. Es gibt hier App-Empfehlungen, die wir automatisieren können oder nicht und persönliche Angebote erhalten. Das wollen wir alles nicht. Wir sagen Nein, danke. An dieser Stelle bekommen wir den WIKU App Starter vorgeschlagen, können hier auf Fortfahren klicken. Da oben ist noch zu erkennen Überspringen. Jawohl, das ist ausgegraut, können wir aber trotzdem. Wir wollen das Setup überspringen. Ihr könnt das natürlich machen. Wir überspringen das jetzt hier und sehen, dass unser Gerät soweit fertig eingerichtet ist. Zuckt noch ein bisschen. Jetzt hat es sich beruhigt, ist hochgefahren, fertig eingerichtet. Und wir sehen, wir können das Gerät bedienen und im Prinzip loslegen. Ja, das war es zur Ersteinrichtung des WIKU Power U30. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!